Sie sind hier, 16. August 2018, 14.45 Uhr, Lesedauer, 5 Minuten vergrößern verkleinern Mario Gomez und den VfB Stuttgart erwartet mit Hansa Rostock eine knifflige Aufgabe. Urheberrecht Getty Images, die 1. Runde im DFB-Pokal steht an. Der SV Drochtersen hat das große Los gezogen, für mehrere Bundesligisten wird es knifflig. Alle Infos im Volkswagen-Pokalblog. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern haben sich bereits im Supercup duelliert und RB Leipzig kämpft schon seit mehreren Wochen um die Qualifikation für die Europa League. Am Wochenende greifen nun auch die restlichen Bundesliga-Teams ins Pflichtspielgeschehen ein, denn die 1. Runde im DFB-Pokal 2018-2019 steht auf dem Programm, 64 Teams treten in 32 K.O.-Duellen gegeneinander an. Alle träumen vom Finale in Berlin, das am 25. Mai 2019 stattfinden wird. Mehrere Oberligisten und Regionalligisten wittern dabei die große Sensation. Sport 1 hat alle Infos zur ersten Runde im Volkswagen-Pokalblog. Hier aktualisieren: Werder ist gewarnt. In den vergangenen 7 Jahren schied Werder Bremen 4-mal bereits in der ersten Runde aus. Kein Wunder, dass Trainer Florian Kohfeldt vor dem Duell mit Regionalligist Wormatia Worms SA, 15.30 Uhr im Live-Ticker, warnt: Es ist ein Pflichtspiel, unser erstes Pflichtspiel, und wir bereiten uns genauso vor wie auf ein Bundesligaspiel, wir brauchen einen bewussteren Spannungsaufbau und das werde ich der Mannschaft auch noch verdeutlichen, sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Wenn du in ein Bundesliga-Stadion fährst, baust du automatisch Spannung auf, sagte Kohfeldt. Vor der Partie gegen den Tabellenachten der Regionalliga Südwest müsse Werder nun dafür arbeiten, die nötige Spannung zu erreichen. Dafür wolle er mit seinem Team viel reden, außerdem werden wir den Fokus auch durch Analysevideos unseres eigenen Spiels herstellen. Taktisch müssen wir immer wieder Lösungen gegen einen tiefstehenden Gegner finden, sagte Kohfeldt, der in Worms auf Neuzugang Martin Harnik Muskelfaserriss im Oberschenkel verzichten muss. Großes Los für Drochtersen. Das größte Los hat der SV Drochtersen gezogen. Der Regionalligist aus Niedersachsen trifft auf Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC Bayern. Am Samstag um 15.30 Uhr, Live-Ticker, müssen die Stars aus München in der Gemeinde mit 11.500 Einwohnern antreten. 7.800 Fans finden im dortigen Stadion dank Zusatztribünen Platz. Ein Umzug ins 45 Kilometer entfernte Hamburg stand nie zur Debatte. Der SV Drochtersen errichtete in seinem Stadion für die Partie gegen den FC Bayern Zusatztribünen. Urheberrecht DPA Picture Alliance. Achtung Stolpergefahr. Aufpassen müssen vor allem die Bundesligisten, die in der 1. Runde bei ambitionierten Drittligisten antreten müssen. So müssen 1899 Hoffenheim und Hertha BSC bei den Zweitliga-Absteigern 1. FC Kaiserslautern bzw. Eintracht Braunschweig ran. Für den VfB Stuttgart könnte es bei Hansa Rostock ungemütlich werden. Auch Hannover 96 hat mit dem Karlsruher SC eine heikle Aufgabe erwischt. DFB-Pokal im TV. Alle Spiele der ersten Runde werden von Sky übertragen. Die Begegnung zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund am Montag um 20.45 Uhr Live-Ticker ist als einzige Partie im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt live. Alle Infos in Volkswagen Pokal. Fieber Sport 1 versorgt die Fußballfans schon vorab mit allen wichtigen Infos zur 1. Runde im TV in Volkswagen Pokal. Fieber, du, 18.30 Uhr blickt Moderator Jochen Stutzki auf die spannendsten Partien. In der Sendung, die aus Drochtersen gezeigt wird, erklären Präsident Rigo Gosen und Abwehrspieler und gelernter Maurer Michael Mörtel, wie sie die großen Bayern stoppen wollen. Komplettversorgung im Live-Ticker.
Auf sport1.de und in der Sport1-App verpassen Sie kein Tor. Von Freitag bis Montag werden hier sämtliche Partien live begleitet, inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen. Alle Partien im Überblick Freitag, 17. August 20.45 Uhr. SV Wien Wiesbaden, FC St. Pauli, 1. FC Magdeburg, Darmstadt 98, Schweinfurt 05, RL Bayern, Schalke 04, alle 20.45 Uhr, Samstag 18. August 15.30 Uhr. SV Links OL Baden-Württemberg 1. FC Nürnberg, SV Rödinghausen, RL West, Dynamo Dresden, SV Elversberg, RL Südwest, VfL Wolfsburg, TUS Dassendorf, OL Hamburg, MSV Duisburg, Worms, Marzia Worms, RL Südwest, Werder Bremen, Drochtersen, Assel, RL Nord, Bayern München 1. FC Kaiserslautern 1899, Hoffenheim 1. CFR Pforzheim, OL Baden-Württemberg, Bayer Leverkusen, SSV Ulm, RL Südwest, Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr, TUS Erntebrück, OL Westfalen, Hamburger SV Rot-Weiß Oberhausen, RL West, SV Sandhausen, Erzgebirge Aue, FSV Mainz 05, alle 18.30 20.45 Uhr, Hansa Rostock, VfB Stuttgart, Sonntag, 19. August 15.30 Uhr. Lok Stendal, OL Nordost-Süd, Arminia Bielefeld, TSV Steinbach, RL Südwest, FC Augsburg, Rot-Weiß Koblenz, OL RHL, Pfalz, Saar, Fortuna Düsseldorf, SC Weiche Flensburg, RL Nord, VfL Bochum, BSG Chemie Leipzig, OL Nordost-Süd, Jahn Regensburg, BFC Dynamo, RL Nordost 1, FC Köln, SSV Jeddelo 2, RL Nord 1. FC Heidenheim, Viktoria Köln, RL West, RB Leipzig, Karlsruhe SC, Hannover 9600, 18.30 Uhr, 1860 München, Holstein Kiel, Carl Zeiss Jena, Union Berlin SC, Hastedt Bremen Liga, Borussia Mönchengladbach, Montag 20. August 18.30 Uhr. SC Paderborn, FC Ingolstadt, Energie Cottbus, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, 20.45 Uhr, SPVGG, Greuther Fürth, Borussia Dortmund.